Müller. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir nehmen heute hier die Bevölkerungsgruppe in den Fokus, die in der Pandemie mehr als jede andere aus dem öffentlichen Raum gedrängt wurde. Für Kinder und Jugendliche wurden nahezu alle Räume außerhalb der eigenen Wohnung versperrt, in denen sie sich bewegen. Kitas, Schulen, Spielplätze, Sportanlagen, Musikschulen, Jugendclubs und so weiter. Heimkindern wurde sogar der Kontakt zu ihren Eltern untersagt. Das findet sich in zahlreichen Eindämmungsverordnungen. Und vor Supermärkten wurden Schilder aufgestellt, die Kindern das Betreten verboten. Diese Maßnahmen wurden in der Annahme verhängt, dass Kinder ein wesentlicher Träger der Pandemie seien. Dafür gibt es bis heute keinen eindeutigen wissenschaftlichen Beleg. Und dann stellt sich schon die Frage nach der Verhältnismäßigkeit. Wenn nach und nach alles Mögliche wieder öffnen kann, nur Kinder mit ihren Interessen stehen immer am Ende der Reihe. Dabei geht es gerade den Familien eben nicht nur um die massiven finanziellen Einschränkungen, die sie gerade erleben. Nein, es geht auch nicht nur um die massive Mehrbelastung durch Homeoffice, Kinderbetreuung und Homeschooling. Es geht eben auch darum, dass die Leute es satt sind, dass ihre Kinder vorrangig in der öffentlichen Debatte als Infektionsgefahr und Seuchenherd betrachtet wurden und werden. Sie haben es satt, welche Geringschätzung ihrer Sorgearbeit zu Hause entgegengebracht wird und dass sie völlig unfreiwillig in längst überwundene Familienbilder gedrängt werden, die der Vergangenheit angehören sollten. Und sie haben es satt, dass alle möglichen Interessen öffentlich gegeneinander abgewogen werden, nur die ihrer eigenen Kinder eben nicht ausreichen. Und ich finde, ein gutes Beispiel für diese Politik der Ignoranz ist der Brandenburger Wirtschaftsminister Jörg Steinbach von der SPD. Der hat vorgestern Abend im RBB-Fernsehen erklärt, und ich zitiere: Wir sind in einer Situation, die ist gerade mal 14 Tage länger als die Sommerferien. Das ist alles noch kein Wahnsinnsausnahmezustand. Und ich würde mich freuen, wenn zu Teilen die Eltern ihre Kinder wieder richtig kennengelernt haben. Und das wird noch besser. Zur Forderung eines Corona-Elterngeldes. Ich hoffe, dass Sie sich nicht ein Kind angeschafft haben, weil wir es als Vaterstaat für Sie attraktiv gemacht haben. Das hat der Mann wirklich so gesagt. Wie kaputt muss man eigentlich sein, in Zeiten der Corona-Krise so einen Blick auf die Familien zu haben? Wissen Sie, als Bundestagsabgeordneter, meine Frau ist Lehrerin, wir haben im Unterschied zu Millionen Familien eben keine existenziellen Sorgen. Aber wir haben auch wochenlang im Homeoffice gearbeitet, wie viele hier. Parallel haben wir ein Kita-Kind betreut, dem seine Freunde und Großeltern ziemlich gefehlt haben. Wir haben täglich 5 Stunden Schule für den größeren Bruder gegeben, ein Mittagessen gekocht und so weiter. Und dann kommt jemand von der Regierung, in dem Fall meiner Landesregierung, und sagt, das war ja jetzt ein bisschen wie die großen Ferien im Sommer und jetzt hat der Müller seine Kinder endlich mal wieder richtig kennengelernt. Ich finde, diese arrogante Haltung Familien und den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen gegenüber bringt die Leute völlig zu Recht auf die Palme. Und deshalb brauchen wir jetzt eine andere Strategie. Familien und Kinder müssen in den Mittelpunkt. Gerade die Bundesregierung hat sich mit sehr vielen beschäftigt. Ganz wichtig, ob Autohäuser öffnen können und wie viele Quadratmeter Verkaufsfläche ein Geschäft haben darf. Nein, jetzt wird es Zeit für einen Kindergipfel, bevor im Kanzleramt der nächste Autogipfel zusammentritt. Einem Gipfel, wo eben die Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen unter Pandemiebedingungen in den Fokus genommen wird und, ganz wichtig, wo Kinder und Jugendliche eben auch selbst wieder gehört werden. Wir führen seit Jahren Debatten über Kinderrechte. Gerade die Pandemie zeigt, dass die Rechte auf Schutz, Förderung und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen endlich ins Grundgesetz müssen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Müller. Für die CDU-CSU-Fraktion hat als nächstes das Wort der Kollege Markus Weinberg.